Und zurück bei Devil May Cry 4. Der Rettungsmission von Kyrie. Aua! Erstmal eine verbrutzelt bekommen. Oh, ich hasse das. Mann. So. Und mit einer Geheimmission im Nacken? Nein, ich glaube die andere Seite. Die eskalierte Arm. Und das wäre Geheimmission. Ungezieferbekämpfung. Vernichten Sie alle Chimären. Oh Gott, bevor die Scarecrow übernommen wird. Das ist so eine strenge Mission, weil die Scarecrow folgt uns ja, ne? Ja. Und sie ist, glaube ich, übernommen worden. Ja. Es gibt eine Methode. Ich muss die mal. Ich weiß gar nicht, kriege ich das so. Kann ich das schon? Ja, ich kann es schon. So muss man das nämlich machen. Also ich habe noch nie gesehen, dass das einer anders geschafft hat. Nein! Als so. Und das Problem ist, ich muss auf Kreis, also auf A, auf B drücken oder gedrückt halten, während ich schieße und ich krampfe echt die Finger rum. Es ist machbar, locker. Ich habe es schon geschafft. So ist nicht. Oh. Und man ist so arschlangsam, wenn man ihn gegriffen hat. Das ist das Problem, glaube ich. Probier's noch einmal. Ansonsten, ja. Schied was drum. Das ist so ätzend. Ich. Das ist alles hier. Nein, ich gebe nicht auf. Ich werde nur blond dabei. Komm mal raus hier. Ja, wie viele sind denn das? Normalerweise springen sie alle auf einmal und nicht hops, 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 hops. Die machen ja nicht die, wie heißt das, die Raupe, die, keine Ahnung, den Wurm da, diesen Dance-Move. Die springen normalerweise nur einmal. Komm raus hier. Entschuldigung. Geht ja? Schade, der funktioniert leider nicht. Okay. Nein, du bleibst hier. Boah. Nein. Boah. Warum bleibst du? Warum läuft die Scarecrow nicht mehr? Jetzt habe ich mich darauf verlassen, dass die Statue funktioniert. Und das wäre dann richtig geil. Praktisch so als Trick. Aber die Richtung scheint schon mal zu stimmen. Nein! Ach komm. Ich glaube, die Grundidee ist gar nicht verkehrt. Klar, man kann jetzt natürlich, indem man alle 6 Knöpfe, die man benötigt, hier gleichzeitig drückt, ne? Aber dazu müssen sich koreanische Hände haben. Weil das einfach nur mit denen geht. Weil die würden dann springen, ausweichen, den linken Analogteil benutzen und.
ne? Ich springe mal so. Was? Oh Mann, ich dachte, die kommt wegen der Barriere. Das heißt, nö, hier darf nicht weiter. Mittelfinger Joe. Scheiß auf Kirie, ich will jetzt erstmal die Mission machen. Hä? Was war das denn eben eigentlich? Sekunde, habe ich das gerade... Solange ich vor ihnen bin mit dem Ding, passiert da gar nichts? Oder was hab... Okay... Das ist natürlich eine geile Sache. Ne? Nein, bleib hier! Okay, nee, ich probiere es lieber auf die altmodische Variante, sie irgendwo hinzubringen, wo sie vermeintlich sicher ist. Und dann kümmere ich mich um die Chimären. Nein! Ach ja, dieses Anvisieren bei Devil May Cry, was sie bis zum fünften Teil nicht richtig hinbekommen haben. Ich hasse es. Vom ersten bis fünften Teil hat es nie funktioniert, den nächsten Gegner anzuvisieren. Ja, es muss immer ein Gegner sein, der am Arsch der Welt sitzt. Oder einfach in Neros nicht, also nicht Blickrichtung ist. Mann, das ist leider zu langsam und der Devil Trigger ist zu schwach. Und vor allem kann ich die Scarecrow nur zweimal auf den Boden schmeißen. Ach, ich versuch's nochmal. Hallo? Hä, wieso hat er jetzt losgelassen? Ich hab B gedrückt gehalten. Ach komm. Jetzt bin ich 10 Minuten fast an dieser scheiß Mission. Och man. Es frustriert. Hallo? Hallo? Okay, gut, ciao. Wir gehen weiter. Das ist mir jetzt zu viel. Mal raus, Mephisto. Ele Mephisto, ich bin gar nicht Mephisto. Mach halt das Maul. Greif zu. Und ich finde dieses Ausweichen, was man ja geskillt hat, sollte auch funktionieren, wenn man zur Seite ausweicht und nicht nur so direkt nach hinten. Weil das ist ja auch ein Ausweichen und nicht nur. Ne? Also. Beziehungsweise andersrum, das ist auch nach hinten. Mal raus da. Yeah.
schnarcht. Stromschlüssel beginnt im Einklang mit dem Magic Machine zu vibrieren. Jetzt wird's nämlich lustig. In der Mitte war ja jetzt so ein Häcksler, ne? Und jetzt sind wir auf den Sägeblättern da rumjonglieren. Müssen aber aufpassen, dass das Ding nicht mehr mal wieder losgeht. So. Ich habe mich damals so schwer getan. Aber, naja. Guten Tag. Oh Mann. Och, das kann doch nicht. Ich weiß nicht, ob man das alles kontern kann. Aufzug, der nicht funktioniert. So. Ich glaube, hier war noch was. Nee, es war woanders. Okay. Was ist das? Flügelsalzmann beginnt im Anklang mit der Maschine zu wippen. Okay. Halt! Daher wäre ich jetzt gerne runtergesprungen. Kann ich auch wieder runter? Nein. Das muss man also vorher wissen. Okay, dann gehen wir auch weiter. Oh. Ein Teil ist Barriere. Hallo, ich hätte gerne den anderen wieder. Alles kaputt. Wir sind immer noch auf der Jagd nach dem Hochwürden. Und eine weitere Geheimmission. Yay! Na, ja, das ist die Geheimmission, wo ich sagte, das werden wir wohl nicht so schnell schaffen. Ich erreiche das Ziel, ohne vom Trickboden zu fallen.
Ne, weil... Hopp. Hier tauchen sie nämlich ziemlich schnell auf und... Halt, halt, halt. Oh, da. Jetzt habe ich hier nur eine Plattform. Halt! Das eben war eigentlich so auch, glaube ich, der schwerste Punkt der Mission. Deswegen versuche ich nochmal da reinzukommen. Und hier machen sie übrigens alle Moves, die sie drauf haben. Ne? Obwohl ich auf, egal auf welchen Schwierigkeitsgrad ich spiele, ob du auf einfach spielst, auf normal, auf schwer, auf Heaven or Hell, Santa was die, Hell or Hell. Du wirst hier mit allen Moves konfrontiert, die sie im gesamten Spiel halt drauf haben. Oh. Ich bin nicht. Mir ist scheißegal, ob ich jetzt hier mein Leben aushau. Hallo? Wieder nur eine Plattform. Okay, auch nichts. Gehen wir weiter. Wir halten uns nicht weiter an Missionen auf. Ich bin sowieso schon so gut wie tot. Ah. What took you so long? You. What are you doing here? Forget it. I don't have time for this. And neither do I. So I'll cut to the chase. I'm here for the sword. Your point being? It was originally my brother's. Return it to me, and I'll let you go, kid. That's right. I think you'll blush a pretty pink when I kick your ass! Oh. Helpful hint. Take a tip from the elders. Okay. Jetzt sind wir an einem Punkt. Oh Mann! Steht auch schon wieder. Ja, jetzt geht's los. Dante spielt nicht mehr mit uns. Ja, also am Anfang hat er ja noch ganz klar mit uns gespielt. Und jetzt sagt er auch, Zeit zum Spielen ist zu Ende. Und ich habe heute nicht so die Ahnung, wie man gegen ihn ankommen soll, ohne das. Wobei ein, der Devil Trigger auch
einfach mal am Arsch vorbeigeht. Ne? Also, Dante ist so ein echter Motherfucker. Badass. Oh, geil. Das war ein... Alter. Okay, mach ich einfach so weiter. Aha. Das ist quasi so die Methode, wo man ihn besiegen muss. Wenn er dich übrigens in der Royal Combo hat, dann... Ja. Und wehe, deine Schusswaffen sind nachher nicht so stark. Ne? Dann raste ich nämlich aus. Ja, jetzt benutzt der Trickster. Aua. Oh, Volgar, das ist lustig. Hat er jetzt? Ach, Volga, ganz länger. Ich weiß auch nicht, wie man das kontert. Normalerweise mash ich einfach nur die Tasten und dann funktioniert das. You cooled off yet, kid? What's the matter? Why the glare? You look as if you've just been playing me from the beginning. That sword was used to separate our world from the demons. I can't have something of that kind of power floating around now, can I? It's gotta stay in the family. I need this. Then keep it. Now that you're calm and cool, get going. What's your name? Nero. You're Dante, right? Not a bad name. Neither is yours. That regal look suits you. I dress to impress. Are you sure you want to let him go? Yeah, I figure he can bear the burden. I know it's not my business, but this could get ugly. Well, if the kid screws up, then I'll just have to kick his ass. Ja, nach dem ganzen Desaster mit den Geheimmissionen
haben wir immerhin noch ein bisschen Erfolg gehabt. Ja. Dante hat uns richtig verhauen. Naja. Das Schwert Yamato. Ja. Das haben wir ja schon im dritten Teil mitbekommen. Sprich, im allerersten, was ich hier auf dem Kanal hatte. Das ist was mit der Dämonenwelt zu tun hat, das Schwert. Und. Naja. Es sollte wohl lieber im Familienbesitz bleiben. Doch Nero braucht diese Waffe unbedingt. Ansonsten hat er diese Teufelskräfte nicht und kann Kirie nicht verteidigen bzw. retten. Gut, Dante hat uns einfach hier ziehen lassen und Gloria, die ja den Auftrag hatte, Dante aufzuhalten oder sich um Dante zu kümmern, taucht auf und voila, es ist Trish. Ja, Dante hat wohl doch noch etwas mit ihr ein bisschen zu tun und ja. Als ehemalige Partnerin kann man ja trotzdem nochmal zusammen auf Missionen gehen, ne? Und es könnte unschön werden, sagte sie. Naja, das werden wir wohl in der nächsten Folge. Entschuldigung, oh Gott. Das war jetzt unvorbereitet. werden wir in der nächsten Folge sehen. Zu Devil May Cry 4. Und ich hoffe, auf diese Folge konnte ich euch ja etwas bespaßen mit meinen Fail-Missionen. Oh Gott. Also bis dahin, macht's gut und bye.